Ein wunderschön, meine Freunde, und willkommen bei Max Beach Shop. Alter Schwede, also wenn das jetzt so für euch, wenn das videotechnisch mit reinrechnet, es ist ungefähr so ein bisschen so jetzt, als wenn ihr in so einem fucking Raumschiff gestiegen wärt und in die Zukunft geflogen seid. Ich erzähle keinen Scheiß, ich erkläre auch gleich warum. Ich habe eine neue Kamera. Also die habe ich mir auf dem Roadtrip mit einem Robo, da, habe ich mir die gekauft. Weil ja ein Auto, meine Kamera in Berlin platt gefahren hat, meine alte. Auch alles ganz schön und funktioniert ja alles. Ihr wart mit dem Bild auch sehr unzufrieden teilweise, weil ihr so ein Autofokus-Problem habt. Das habe ich, glaube ich, jetzt im Griff, so wie ihr so seht. Funktioniert, ich habe es festgestellt. Die probiert nicht selber nach und die macht auch nicht heller und nicht dunkler. Ich nehme es halt so, wie es im richtigen Leben so ist. Ne? Das Problem ist jetzt aber Folgendes. Es hat vor 3 Tagen angefangen. Ich habe vor 3 Tagen eine Einstellung auf meine Kamera falsch gemacht. Die Kamera hat die letzten 3 Tage, davon glaube ich auch 5 Videos, also einiges, was wir gemacht haben. Und wie gesagt, habe ich erzählt, dass momentan nicht so gut läuft bei uns und wir haben noch einige Probleme dazugekriegt tatsächlich und auch ein paar Dinge gelöst, dass die Kamera das alles in Zeitlupe aufgenommen hat und ohne Ton. Komplett. Oh Gordon! Gordon! Ich habe es noch gar nicht erzählt. Das heißt, die letzten 5 Tage, die ich komplett gefilmt habe, sind alle Aufnahmen komplett für den Arsch. Nein, ist ja keine Scheiße. Ist wirklich so. Alle der ganzen letzten 5 Tage. Die 5 Tage ist gelogen, weil wir haben jetzt Donnerstag, ne? Wo sind die? Weißt du, wann war das, wo wir den Benz gemacht haben mit der ZV? Mit dem Fensterhebern? Freitag. Dienstag oder Montag? Letzten Freitag. Wir repariert haben die ZV. Angefangen Freitag, glaube ich. Und Montag haben wir den Montag, wo ich morgen kam, warst du dabei? Stimmt, Montagmorgen war ich dabei. Ja. Freitag habe ich angefangen. Ab Montag sind alle Aufnahmen kaputt. Warum? Weil ich den Zeitlupe aufgenommen habe. Ich erzähle keine Scheiße. Zeitlupe wäre gar nicht mal so schlimm, wir können ja wieder vorspulen, aber in Zeitlupe ohne Ton. Ja, das ist kein Ton, weißt du. Ja, ist ja logisch, ne? Aber irgendeine Einstellung auf der Kamera. Der Ton ist dann ja langsam. Ja, kann man den Ton nicht beschleunigen? Nee, leider gibt es den Ton nicht. Kann man das. Wieso nicht? Den Ton gibt es halt nicht. Bei der Zeitlupe nimmt der keinen Ton auf? Nein. Achso, okay. Ja, scheiße. Der nimmt dann hatte ich auch gehofft. Hatte ich gehofft, ich kann vorspulen. Ja. Ich habe original alle Aufnahmen diese Woche und wir haben jetzt Donnerstag. Das heißt, ihr seid videotechnisch letzten Freitag. Da war ich bei Udo Schrottplatz-Tour machen und habt das Steuerrad für den Benz geholt. Weißt du das noch? Das ist, was ich jetzt, ne? Geholt habt da. Wo ich Freitag noch weggefahren bin, die Kinder noch holen musste. Weiß. Ganze Woche ist für den Arsch. Das heißt, ihr habt wieso jetzt. Denn? Hast du falsch angestellt? Ich war schuld. Hast du das jetzt zum Glück gemerkt, wo du durchgeguckt hast? Habe ich jetzt gerade eben gemerkt, weil ich dachte, es ist ja kein Speicher mehr drauf. Ah, ja. Weißt du, so habe ich mir überlegt, so. Kann doch gar nicht sein. Ne, ich denke, woher so, ne? Und das Problem war ich mit meinen Dings. Das heißt, guck mal, der gesamte Benz fehlt, das hier fehlt, die Standheizung von dem Senator fehlt. Alles fehlt. Komplett. Alles, was wir gemacht haben, ist weg. Auch die Scheiße mit dem Clio ist weg, was wir gehabt haben. Alles, was bei mir stand drin, war alles, was die Woche los war. Und da war ganz gut was los bei mir. Ja, die Woche war richtig was los. Alles ist alles weg. Kacke, ne? Das ist gerade das Problem. Okay, also so doof. Ein paar richtig coole Sachen auch. Oh, da war so viel geiler Scheiß bei. Also wirklich. Nicht nur Dünnschiss oder so. Nein, nein. Tägliches, sondern da waren noch ein paar coole Sachen. Alter, der Audi A4 alleine mit dem Wärmetauscher. Ja. Ja. Zum Beispiel. Ich habe ein Tutorial gemacht, wie man Wärmetauscher von Audi A4 spult. Und es hat funktioniert. Das ist die Frechheit daran. Ja, ja. Das ist das Geile. Alter. Also wisst ihr schon mal Bescheid? Es ist richtig kacke gelaufen. Es ist alles für den Arsch. Ich bemühe mich jetzt, euch in diesem Video, jetzt machen wir jetzt einen Realtalk raus, euch auf den aktuellen Stand zu holen, was hier so abging, was mir passiert ist die Woche und Gordon passiert ist. Aber letztendlich, es wird nicht mehr das Gleiche sein. Das Einzige, das Gute ist, ich habe den Fokus von der Kamera hingekriegt, mit der Belichtung und sowas. Das funktioniert jetzt richtig. Eigentlich habe ich das gemerkt, Alter. Ich hätte die nächsten 2 Wochen noch gefilmt. Ich habe vorher weiter gefilmt. Bist du irgendwann mal da? Ach, ja, ja. Was ist denn da los? Ja, ist echt so. Das ist ja nicht witzig, aber was willst du machen? Ja, ich meine, du kannst es ehrlich irgendwie ändern. Du kannst dir den Kopf in die Wand hauen. Ja, hilft nichts, Alter. Hilft gar nichts. Also wir sind auf jeden Fall Stand letzte Woche. Das heißt, ihr habt 4 Tage verpasst. In 4 Tagen ist viel passiert. Ich bemühe mich, euch jetzt alles zu erzählen, was wir gehabt haben.
Gut. Und dann geht das ganz normal weiter und wir müssen uns halt irgendwie durchbeißen. Scheiße, Alter. Ich und Kameras. Weil ich so doof bin. Dafür die alte, die du immer nutzt, war einfacher. An und filmen und fertig. Ja, ne? Du filmst ja auch so viel und machst da immer und jeden Tag. Und dann, ja, aber trotzdem scheiße. Das ist auch mal ein Fehler. Jedem passiert ein Fehler. Ja klar, scheiße bauen wir alle. Aber pass auf. Also wir haben erstmal folgende Sachen gemacht am Montag. Wir haben den Schrocko abgemeldet, aus Kostenspargründen. Der Fiesta auch. Der Fiesta, ah, ja. Alles weg. Alles. Und der ist ja fertig schon. Ja. Der Benz, Alter. Der Benz in dem Video. Von der Benz doch total Schaden. Wo wir gesagt haben, scheiße, nichts zu retten, Steuerrede, hoffentlich geht das dann. Der ist ja komplett durch. Ist der fertig. Ist fertig. Der ist so fertig. Alles fertig. Ja. So viel fertig. Scheiße. Ja, weißt du, was ich meine? Das war so eine krasse Woche. Jetzt läuft das mal und dann ist, geht das nicht. Ist also, gut. Ich gebe euch mal so ein kleines Zusammenfassding mit ein paar Schnitten drin. Sonst wird es, glaube ich, ein bisschen langweilig, dass ich hier gegenlaufe. Also, pass auf. Erstmal brauche ich gar nicht laufen. Der Kackburg ist abgemeldet. Ich habe einen neuen Fahrzeugschein. Habe ich mir heute darum gekümmert. Und hier zum Sommer her melden wir den wieder an auf Saisonkennzeichen, weil Ganzjahreszulassung war mir unter Strich zu teuer. Sommerauto ab jetzt. Oder ab Sommer halt. Dann habe ich den Schoko, ich will nicht sagen in Rente geschickt, aber habe ihn abgemeldet, weil wir Kosten sparen müssen, weil wir halt aktuell saure Gurkenzeit haben. Hier im Januar läuft nicht viel in der Gurkenhalle. Im Februar wahrscheinlich auch nicht. YouTube-Annahmen drunter gegangen. Ich habe aus Kostenspargründen alle Fahrzeuge, die jetzt für mich so keinen Sinn machen, die ich nicht fahre, abgemeldet. Außer die Oldtimer. Alles, was H-Kennzeichen hat, ist angeblieben, weil die sind alle sehr günstig. Ne? Das passt. Der ist abgemeldet. Das nur eben mit den Abmeldungen. Was habe ich noch abgemeldet? Ich hab noch einen Wagen abgemeldet. Ein Wagen fehlt noch. Ach, den Golf 1 habe ich noch abgemeldet. Weil ich nicht gefahren bin. Ne? Weil der hier im Museum steht. Warte, dieser hier. Wagen, der war 7 Jahre auf mich angemeldet, habe ich auch abgemeldet. Weil ich ihn halt nicht fahre. Und so viel, wie ich ihn fahre, kann ich auch mit Rundnummern fahren. Die 300 Kilometer im Jahr, Alter, weißt du? Macht keinen Sinn. Das ist der Grund. Das ist das erste Ding, so. Was hier wenigstens im Eigenfuhrpark passiert ist. Dann geht's weiter mit Autohandel. Autohandel ist viel passiert diese Woche. Und ich hätte es euch ja gerne gezeigt. Gohan hätte es auch gerne gezeigt, aber ist gerade halt nicht drin. Ich bin immer nur, ich warte immer noch auf, dass du sagst, ja, was verarscht so. Nein, echt nicht. Das zeigt dir die Kamera aber auch nicht an, Zeitlupe oder irgendwas. Das macht die nicht. Das macht die einfach. Ja, das ist ja blöd. Wir sind in den Autohandel weitergekommen in der Hinsicht, dass dieser Kia Klaros hier jetzt der TÜV fertig ist. Das ist der Wagen, den ihr gar nicht kennt, weil den habe ich mich am Samstag eingekauft. Und Samstag habe ich auch gefilmt. Also den habt ihr gar nicht auf den Blick. Also ich habe einen Kia Klaros eingekauft mit, hat er jetzt gelaufen, 102.000 Kilometer dieser hier. Ist in ziemlich gutem Zustand, hat dann nur die üblichen Klaros-Probleme halt, Rostprobleme, abgefallene Zierleisten, die jetzt mittlerweile mit hier mit Design geändert wurden. Also, das geht aber eigentlich, ne? Ja, besser als nix. Ist halt scheiße, aber die Leisten kriegst du ja nirgendwo. Wir wissen für den Kia bei kiaklarosshop.de vielleicht. Ne? Sonst, Schwellerarbeiter brauchte der ein bisschen Liebe. Aber so im Großen und Ganzen, ich denke mal, wir können ihn morgen beim TÜV vorführen und der Wagen hat 2 Jahre TÜV. Weißt du, und gut ist das. Was mir noch ein bisschen Sorgen macht? Erzähl. Die Lüftung. Ich glaube fast, dass der Lüfter vorne vom Motor nur geht. Wenn die Lüftung drin an ist. Ja, genau. Das glaube ich fast. Das müssten wir mal probieren. Müssen wir mal. Na gut, ich fahre ja morgen jetzt zum TÜV. Dann müssen wir vielleicht ein kleines Schild machen. Genau. Motor läuft scheiß von Lüftung aus. Reparieren kann ja jeder. Wir brauchen ein Schild. Ja, das machen wir morgen als Thema. Das Auto. Das ist ja immer. Man denkt ja, wir meinen das nicht. Das ist mir mein. Das mache ich wirklich jetzt. Alter, das ist doch noch das Geilste. Ja, der Lüfter von dem Auto springt immer an, wenn du die Heizung anmachst. Und wir haben ein bisschen die Sorge, dass wenn die Heizung nicht an ist, der Lüfter nicht an wird. Setzen wir morgen mal aus. Bin gespannt, ob der morgen heiß läuft oder. Ich glaube nicht. Der wird auslösen. Aber sonst ist der echt. Oh, ich hab's nicht hingekriegt eben. Ja, nee? Ist er heiß gelaufen? Nee, auch nicht. War beides nicht. Wollte ich gerade sagen. Beides nicht, ne? Heute. Aber sonst ist er in echt ziemlich guten Zustand. Aber egal, ich muss eben weitermachen, weil sonst kriegen wir die Woche nicht zusammengefasst. Wir haben nur noch einen Tag. Wir können in einem Tag noch einiges rausholen, so für euch. Mal gucken. Gut, weiter geht's. Ah, ich hab doof wieder. Das sind locker 6 Videos. Locker 6 Videos, die wächst. Daran seht ihr, was passiert ist hier in dem Laden. Es ist scheiße viel passiert und ihr habt alles verpasst. Wegen mir. Sorry. Wollte ich nicht. Echt nicht. So, weiter geht's. Gurkenhof. Ihr seht vielleicht. Ja, jetzt seht ihr noch nichts.
Wir hatten viele Problemfälle. Dieser Golf hier zum Beispiel, den weiß nicht, ob ich noch gefilmt habe. Auf jeden Fall ist der eigentlich fertig. Der braucht nach vorne rechts eine neue Ankerplatte für die Bremse. Da haben sie richtig gefuscht. Und das wollte ich heile kriegen, aber hat nicht funktioniert, habe ich neu gekauft. Sonst, dieser Polo hier, hat auch ein Video gehabt. Mittlerweile bin ich tatsächlich so mit dem Latein so weit, dass ich denke, dass der Wagen, der läuft ja, aber nicht immer, dass die Benzinpumpe defekt ist. Habe ich die Benzinpumpe, wollte ich dann ausbauen, habe mir neue gekauft, nagelneu, ne? Also auch keine gebrauchte, also eine nagelneue Benzinpumpe. Und die liegt hier auch im Auto, da ist sie im Fußraum, da unten seht ihr die Kiste. Das Problem war nur gewesen, neue Benzinpumpe gekauft, alles wunderbar. Ich zerlege diesen ganzen Scheiß, bricht unten dieser Scheiß Kack da ab, dieser, das ist so ein Plastikding und da läuft das Benzin zusammen und das bricht mal ab, weil es 1000 Jahre alt ist. Scheiße, jetzt habe ich mir einen Filter bestellt und brauche die ganze Anlage und mache das auf meine eigene Art. Von Landbauer Discovery, das ist meine Idee. Habe ich bestellt, war ein Teil davon. Wenn das Teil da ist, nächste Woche geht es an den Polo weiter, dafür noch die Straße kriegen. Clio. Der Clio war beim TÜV und wir sind damit voll auf die Fresse geflogen. Er hat keine Abbruchsuntersuchung gekriegt, weil er immer noch am Rotzen war wegen irgendwelchen Problemen. Mittlerweile hat dieser Wagen... Warte, ich muss eben beide Hände haben dafür, das geht nicht anders. Hat dieser Wagen neue Zündkabel, eine neue Zündspule und neue Zündkerzen. Und trotzdem schmeißt er immer noch Zylinder 3 Fehler raus. Dann, des Weiteren, war ich beim TÜV gewesen und der vordere Achsträger ist durchgerostet. Der Träger, der vorne, die hier, nicht Achse, sondern der hält halt den Kühler unten fest. Scheiße, ist eine Krankheit bei den Dingern. Wussten wir nicht, haben wir nicht gesehen, weil Plastik drauf war. Müssen wir neu machen. Kacke gelaufen. Das heißt, das Auto ist eine riesengroße Baustelle noch und wir müssen es jetzt durchziehen, weil sonst wäre es zu teuer gewesen. Scheiße. Dann, also das ist schon mal ein richtig herber Rückschlag. Wirklich ein Rückschlag für mich gewesen. Der übrigens auch, nur ein kleinerer. Aber ist auch einer. Dann haben wir hier den Audi A4. Dieser Audi A4, der hat heute TÜV bekommen. Der war eigentlich relativ problemlos, der Wagen. Er funktioniert gut, er lenkt gut, fährt gut, hat ein paar Lackmängel, aber hat 2020er Allwetterreifen drauf. Aber einen Mangel haben wir noch gefunden beim Fahren. TÜV hat es nicht gemerkt, aber wir schon. Radlager hinten rechts ist kaputt, das muss morgen neu. Das macht Gordon morgen noch neu. Ja, und wäre nicht eigentlich dieses Video, was ich jetzt gerade gedreht habe, war ich eigentlich ein E36-Video bei. Weil ich wollte dieses Auto halt verkaufen. Aber so wie es ist halt. Ich wollte es aufbereiten, schön machen. Und dann wollte ich das ohne TÜV verkaufen an irgendeinen Bastler, weil ich nicht glaube, dass ich da TÜV drauf mache. Weil das lohnt sich aktuell nicht, weil ich habe halt so viele große Projekte und ich muss den Scheiß loswerden, den ich halt so habe. Deswegen habe ich schon die Powerbank reingepackt, wollte ich damit euch überbrücken. Naja, ist jetzt hinfällig, machen wir wahrscheinlich morgen. Weil jetzt muss ich erstmal erklären, was hier los ist. Hilft alles nichts. Ärgerlich, ne? Dann habe ich mich mit Udo, mit meinem Schrotti, unterhalten und er kriegt diesen Skoda Fabia hier und er kriegt diesen Golf. Das heißt, wir machen Platz hier auf dem Hof, wir machen so ein bisschen Ausmisten von dem ganzen Scheiß, den wir haben und die beiden Fahrzeuge gehen auf den Schrott. Habe ich schon geklärt, soll nächste Woche geschehen, bin gespannt, ob Udo dann kommt. Ist ein Zeitproblem. So, dann geht's weiter. Ford Crown Victoria, war der dabei gewesen, wo TÜV gekriegt hat. Der Wagen, der ist, wo bis bisher aussieht, am Samstag kommt der Eiko um die Ecke gehüpft. Wir machen einen Tauschdeal. Also ich krieg noch ein bisschen Geld oben drauf, das ist nicht 1:1, weil ich muss auch Rechnungen bezahlen mit dem Auto. Mit einem Ford Crown Victoria, auch ein Ding wie der hier, als Leichenwagen. Sehr interessantes Auto, werde ich auch immer ein Video von drehen. Und werden wir wahrscheinlich dann am Ende auch weiter verkaufen, weil haben müssen wir es nicht. Aber mal gehabt haben, ist interessant. Weil er selber ist auch Museum bei uns öfter schon gewesen. Und hier, er wünscht sich unbedingt einen Police Interceptor. Und das ist halt einer. Und Alter, weißt du was? Machen wir. Ist in Ordnung. Soll er mit spielen? Soll er fertig machen, die Kiste? Ich hab gesagt, so wie er ist, aber mit neu TÜV. Und das ist der Deal. Das läuft. Das ist cool. Und wir kriegen einen sehr, sehr gepflegten Leichenwagen. Aber es ist halt ein Leichenwagen. Ich sehe es eigentlich so als Ford Crown Vic Kombi, weil es gab die Dinger nicht als Kombi. Das heißt, der Wagen wird dieses Wochenende von uns jetzt verschwinden und sich verwandeln in ein anderes Auto, was hoffentlich auch verkauft werden kann. Dann hier nichts verändert. Hier ist alles beim Alten. Hier waren wir noch gar nicht bei gewesen. Hier auch nicht. Ihr seht hier eine Lücke. Das ist schon mal interessant. Das Auto, was die Lücke hat, hat ganz viele Klosteine drin gehabt. Das habe ich gerade auf der Bühne. Das ist ein Polo. Dieser Meriva hier ist verkauft. Tatsächlich. Der kriegt auch einen Ölwechsel jetzt. Wahrscheinlich morgen oder Montag, je nachdem. Und geht dann raus. Endlich hat er einen Käufer gefunden, neues Zuhause. Eine Frau mit zwei Kindern, wie ich verstanden habe.
Und die brauchst du ein Auto auch. Das passt. Dafür hast du genau gedacht. Deswegen haben wir ihn fertig gemacht. Super gut gelaufen. Schön. Ne? Reicht wie jetzt mit dem Auto trotzdem nicht, aber ist okay. Sonst Neues? Ihr habt ja gesehen, wir haben diesen Ford Fiesta gekauft mit der kaputten Stoßstange und dem Federbruch von links. Mittlerweile ist das ein Ford Fiesta ohne kaputte Stoßstange und ohne Federbruch. Haben wir repariert. Da hat Gordon repariert. Der Wagen, der ist mittlerweile fertig, hat noch 1,5 Jahre TÜV und landet heute Abend, nee, gelogen, morgen bei Tine im Netz. Das heißt, der Wagen wird verkauft. Ne? Ist okay, ist fertig jetzt. Wir haben so die Rostgeschichten noch gemacht, sieht man hier. Da ist ein Rost weggemacht, dann mit Hammerit gemacht. Dann haben wir so ein bisschen Hammerit abgesetzt, damit es nicht ganz so scheiße aussieht. Sieht eigentlich ganz fesch aus. Also der Wagen macht einen sehr, sehr soliden Eindruck jetzt. Ich mag ihn. Und ich glaube, dass der auf jeden Fall jemandem richtig Freude machen wird. Renault 19 Shimano muss die Tage mal rein. Habe ich schon ein paar Mal angesprochen, weil ich den Wagen gerne erhalten möchte. Also nicht behalten, aber erhalten. Dann haben wir hier noch einen Mitsubishi Lancer. Interessant, dass hier so ein Lancer steht. Sondermodell Harmonie. Der strahlt den Frieden richtig aus hier, ne? Alter, ganz schön viel Morgentau am Start jetzt schon, ne? Der Wagen hat noch ein halbes Jahr TÜV. Habe ich hier zusammengekauft mit dem Kia Claros im Paket. Von derselben Person tatsächlich, von denen der den Chromweg kriegt mit den Leichenwagen und so, wir haben gedealt. Und hier, naja, der Wagen ist auf jeden Fall. Der hat noch keinen Käufer. Er ist auch noch nicht fertig. Die Fenster sind im Arsch, beide links, rechts. Und hier, der braucht hier noch eine Düse, weil der schießt dann wie so eine nach oben weg. Ist nicht so gut. Also, das ist das Ding. Aber cooles Ding an sich. Mitsubishi Lancer, wer hat noch einen, Alter? Irgendwie ist der geil. Und ich überlege da sogar noch 2 Jahre TÜV drauf zu ballern und die Fensterheber zu flicken. Dann ist das ein gutes Auto. Explorer unverändert, von Michi kennt ihr das Thema. So, Golf 4 war ein Problemauto, habe ich auch gerade erzählt. Da haben wir den aktuellen Stand hier wenigstens ganz grob im Autohandel. Nur grob zusammengesagt, weil wir viel Kram haben. Also viel auf einmal. Dann seht ihr, da ist ein Auto weg. Hier stand immer ein weißer Renault Twingo. Ne? Dieser Twingo war ein eigenes Video von mir gewesen. Ein ziemlich geiles Video eigentlich, weil das eine sehr interessante Geschichte war. Warte, ich gehe mal kurz in Twingo hin, damit ihr aktuell das Bild habt, die Phase ist. Zwei wilde Geschichten hier übrigens. Die eine erzähle ich aber gleich erst. Also der Twingo hier, den kennt ihr, der stand immer auf dem Hof bei mir. Und der hat einen Frontschaden gehabt, der Wagen. Deswegen ist die Stoßstange auch. Nee, die Stoßstange ist ja eigentlich original so, ne? Aber die Motorhaube hat schwarz. Warum hat er sonst eine schwarze Motorhaube? Wir haben den Wagen wiederbelebt, haben den Wagen gewaschen, haben den Wagen wieder gängig gemacht, haben einen TÜV-Check gemacht. Probleme, die der Wagen hatte, war hinten längs Handbremse gerissen. Habe ich bestellt, kostete 7 Euro oder so. Und vorne rechts Traggelenk. Dann hätte der Wagen auch so durch den TÜV gehen können. Problemlos. Eigentlich ganz cool. Träger. Da hinten, guck. Warum hat er jetzt keinen TÜV und steht hier jetzt einfach nur so? Er hat keinen TÜV, ne? Weil die Airbag-Leuchte an war. Warum war die Airbag-Leuchte an? Weil es so aussieht, als wären die Airbags beim Unfall von dem Auto ausgelöst worden. Das ist nicht so gut. Moin! Das heißt Folgendes. Wenn die Airbags ausgelöst worden sind, ist das Steuerrad gesperrt. Und da muss man eben mal reparieren. Das mache ich nicht. Ich fasse keine Airbag-Scheiße an. Allein schon, weil ich die Scheiße gewerblich verkaufen will und nicht will, dass sich einer umbringt mit der Karre. Ne, lösen die doch irgendwie so aus oder sowas. Deswegen habe ich den Wagen so wie er ist in eBay Kleinanzeigen reingeballert und verkaufe ihn heute um Viertel vor sechs für den Gurkenkurs. Ne? Ihr seht, die Alufelgen sind runter, die habe ich behalten. Die Smallfelgen. Hab den Wagen damals für 100 Euro gekauft. Also ist okay. Ne? Reicht jetzt mit so einem Deal nicht, aber das Auto ist auf jeden Fall dann weg. Wir brauchen den Stellplatz. Ich bin gerade dabei, die ganzen Grünspangurken hinten zu beseitigen, die keinen Sinn machen. Also alles, was nicht rettbar ist, wird halt jetzt gerettet. Oder halt weggeballert. Weil Platz. Ihr kennt das Problem. Vor allem bei mir. Weiter zum Autohandel-Update nochmal. Ja, ihr habt das verdient gesehen auf ihrem Kanal, Turbotine. Dieser Mercedes hier hatte ja ein Problem mit den Fensterhebern. Und tatsächlich habe ich das mit hier meinen Elektro-Profi-Künsten. Ich habe es echt gut hingekriegt, aber ich war selber beeindruckt. Habe ich das Problem hinbekommen mit dem Fensterheber. Das Fenster funktioniert jetzt wieder alle. Alles im Auto funktioniert jetzt. Außer Klima, das weiß ich nicht, konnte ich nicht testen. Der ist rostfrei, ist ein richtig schöner C180 und der hat 2 Jahre TÜV. Das Projekt habt ihr leider verpasst. Wie gesagt, das konnte ich euch leider, kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Höchstens in Zeitlupe und ohne Ton. Das hilft ja nichts. Aber was meint ihr? Sieht doch ganz ordentlich aus, die Karre. Ne? Schon ein bisschen aufbereitet, sauber gemacht. Hat Tine gemacht und jetzt so Innenraum passt. Schöne Kiste. Da kann jetzt wieder raus auf die Welt. Bin gespannt. Auch Probleme haben wir mit dem Motorkabelbaum, muss ich sagen.
Der hat, wenn er läuft, leichtes Leerlaufsägen, merkst beim Fahren aber so nicht. Also so richtig jetzt nicht, aber das will ich mal so gesagt haben. Also ich schätze mal, dieses typische W202-Krankheit, die hätte er auf jeden Fall auch. Habe ich jetzt inseriert im Netz. Mal gucken, ob wir ihn loswerden oder nicht. Weiß ich nicht. Ne? So, aber dafür, wie gesagt, 110.000 gelaufen und wirklich top gepflegt und Checkheft gepflegt, habe ich gesehen. Das ist interessant. So, weiter geht's im Programm. Mein Opel Senator, den kennt ihr ja, 2.6 Senator. Ist ja auf euch noch ein relativ aktuelles Video, wo ich den geholt habe. Ich fahre ihn ja schon seit über einer Woche. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Irgendwas ist ja immer. Diesen Senator mittlerweile hat er ein bisschen Liebe gekriegt. Also jetzt keine Wartung oder sowas. Ein ekeliges nicht. Aber ihr wisst ja, die Heizung hat nicht funktioniert. Jetzt mittlerweile funktioniert die Heizung. Ich habe keinen kalten Arsch mehr in der Karre. Und das ist ein bisschen traurig, weil das habe ich echt guckig gelöst. Das hat echt gut funktioniert. Besser als ich dachte. Also, gucken wir mal nach, was denn meine Heizung macht. Darf ich vorstellen? Meine Heizung. Er hat eine Dieselstandheizung, die ich angekündigt habe, im Kofferraum. Und damit geht es erstaunlich gut. Also hätte ich nicht mit gerechnet, so vom Ding her. Aber der Wagen wird schön warm von innen. Ich kann die mal vorher schon anmachen, wenn ich zu Hause in meinem Bett liege. Kann ich schon meine Karre vorheizen, wenn ich einsteige. Bin bisher sehr zufrieden damit. Ob die finale Lösung für immer ist, weiß ich nicht. Ist ein Auto, das ich geplant habe, tatsächlich länger zu fahren, weil ich es sehr geil finde und immer haben wollte. Und das Ding ist halt so ein bisschen, das soll durchkommen. Vielleicht wasche ich ihn auch mal, aber der wird schon 20 Jahren nicht gewaschen. Wäre ein bisschen Traditionsbruch, finde ich so. Also guckt der Grünspan vorne und so. Bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Schweres Thema. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, sonst, alles geht. Hier seht ihr, hier ist der Heizungseingang. Da. Und dann geht die warme Luft rein. Gurkig gelöst, aber es funktioniert. Ja, das ist das Ding so. So mit dieser ganzen Scheiße. Die Woche war halt hart, ne? Ja, sonst? Gibt's sonst was Neues? Sicherlich noch einiges, aber ich hab's schon vergessen. Zum Thema Twingo, ich bin froh, wenn er nachher weg ist. Wäre ganz cool. Dann haben wir den Stellplatz gewonnen und da ist das ganz cool. So, vom Ding her. Ja, was gibt's noch so? Der LKW hat sich diese Woche gar nicht bewegt. Tatsächlich, weil ich ja überhaupt keinen Fahrzeugankauf mache. Weil wir finanziell halt momentan sehr angeschlagen sind. Oder ich bin finanziell sehr angeschlagen. Weil dieser Januar lief halt nicht viel. Habt ihr ja gesehen. Die Einnahmen von YouTube sind auch extrem runtergegangen. Also muss ich halt gucken, was passiert. Deswegen auch die ganze Abmeldeaktion. Also jetzt nicht unbedingt jetzt. Ich meine, der macht ja auch irgendwie Sinn, wenn ich ihn jetzt nicht fahre. Ne? Aber das ist halt so ein bisschen doof alles. Übrigens auch hat ein eigenes Video. Mein Vater und ich wollen das Kofferraumschloss reparieren. Hat nicht geklappt. Haben die Heckklappe irgendwie aufgegurkt und hier, ja, jetzt habe ich noch Heckklappenschlossprobleme und eine Achsmanschette und dann ist die Kiste was beim TÜV, dieser hier, der Polo. Den kennt ihr aber noch, der steht schon seit 2 Wochen bei uns. Also der ist nicht ganz so unaktuell. So, jetzt gehen wir in die große Halle, weil da gibt es auch Neuigkeiten, die ich euch erzählen muss, was da so abgeht. Willkommen in the darkness. Ihr seht das, es ist dunkel. Na komm, wir machen mal Licht an. Die Sache, die mich aktuell beschäftigt, ist halt, ich muss halt mit meinem Platz klarkommen. Und ich habe halt viel Scheiße eingelagert, also wo ich halt auch nicht so ranhänge. So, ne? Und ich meine, Verkaufsautos und so sind ja schön und gut, aber wenn die manchmal so viel Arbeit sind, dass es nicht mehr lohnt, ist natürlich eher schlecht. Deswegen bin ich halt ein bisschen im Ausdünnen. Hier in der Halle hat sich das nicht verändert, aber ich musste ja erstmal den Monat verdauen. Und der Monat, Januar war kein guter Monat. Ohne jetzt immer zu jammern. Ganz realistisch jetzt einfach. Weißt du, ich kenne halt als Unternehmer für mich oder als Selbstständiger, Unternehmer sind da richtig Typen, die richtig groß sind, bin ich ja nicht. Höchstens, wenn es um Körpergröße geht. Ja, wie soll ich sagen? Musste ich halt einiges zurückstecken und gucken, wo ich bleibe. Ja, sonst Neues hier in der Gurkenhalle. Hier die MBZ Weihnachtsgurke, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die wurde versteigert für über 5.000 Euro an einen Sammler aus Bockhorn, das weiß ich. Und der holt die Tage die Karre ab. Dann bin ich ihn auch los, haben wir den Stellplatz mehr. Und naja, das Auto selber ist ja auch nicht verkehrt. Kann man ja nicht meckern. Guckt euch an. Schönes Ding eigentlich, ne? Aber nicht mehr mein Problem. Das Ding ist durch. Sonst, Honda, seht ihr, der draußen stand. Der Honda Civic, den ich von Dominik habe. Der Wagen hier ist tatsächlich, ich habe ihn nämlich hier, der hat 20 Jahre lang gestanden, oder 15 Jahre lang gestanden. War ein, ich würde sagen, Scheunenfund? Ja, war ein Scheunenfund. Also laut Dominik, ja.
den mal günstig gekauft, hat ihn dann lackiert, so wie er es lackiert ist, mit diesen ganzen Aufklebern und dem Metallic Blau und sowas, was auch ganz geil aussieht. Und ich habe diesen Wagen jetzt ja geholt von ihm damals und habe auf den Hof gestellt bei mir. Und dann stand der Wagen halt da, unverändert. Und auch sieht er halt so vor sich hin. Ne? Und ich habe gesagt, das ist nicht haltbar. Dann kam doch Tobi vorbei, hier, was war unser hier, also nicht hier unser Schrottplatz-Tobi, sondern der hier, ja, der, ja, wie heißt der nochmal? Ja, Mofa-Doc halt, unser Mofa-Tobi, den kennt ihr auch noch. Und der alte irgendwie hier rum und ein bisschen Schnack. Und nebenbei habe ich dann halt hier so aus Langeweile halt so den Civic geschraubt. Ja, und der Civic, der ist tatsächlich jetzt fahrbereit, hat Kerzen drin. Der springt sogar an, wenn du den fahren willst, aber hat ein Leerlaufproblem. Der Leerlauf ist so hoch, der Vergaser spinnt rum. Aber der Wagen ist gar nicht mal so mega weit vom TÜV entfernt. Den machen wir. Deswegen steht er jetzt hier drin. War besser. Strich 8, habe ich ihn hier Glühkerzenzettel besorgt. Das soll mir Winnie verkabeln, weil die sind parallel geschaltet und nicht in Reihe. Und bevor ich mir jetzt ein Elektroklaus damit mache und dann irgendwas lerne, habe ich gedacht, lass ich lieber Winnie machen, mein Schwager. War im Deal mit drin, mit dem Quomwig. Ich habe gesagt, Alter, machst du mir die Kiste aber noch. Er sagt, ja, okay. Hätte auch so gemacht. Ne? Ist er. Ist ein guter Mann, der Junge. Ich kenne ihn auch als Junge tatsächlich. Das ist unglaublich. Trailer hat sich aber bewegt. Seht ihr, habe ich meinen Ausländer ausgeliehen. Also heißt ein Ausländer halt. Ein Export-Ausländer ausgeliehen. Der ist auch Ausländer. Aber trotzdem mein Freund. sonst, wie seine Kiste steht jetzt hier. Der wird auch noch ein bisschen hier stehen, denke ich. Wird sich nichts ändern. Erich ist in der Kiste, denke ich mal, auch so nicht. Toyota habe ich angemeldet gelassen, weil der hat ja Saisonkennzeichen erst wieder ab Oktober. Der läuft ja schon Oktober an und ich habe gedacht, vielleicht können wir bis Oktober mal TÜV raufballern auf die Karre, dass wir den vielleicht mal reiten dann. Dass er doch mal, so als Winterübergangsauto oder Rotrem-Auto mal hinhalten kann, weil der wäre ja eigentlich ziemlich gut. Kostet mich aktuell kein Geld, also lass mir das Kennzeichen mal dran und guck mal, was passiert. Ja, sonst was Neues hier? Nee, eigentlich nicht. Ach so, doch, eine Sache ist neu. Der Buick ist abgemeldet. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche gemacht habe, was erzähle ich mal eben mit rein noch. Ich bin Buick abgemeldet, weil wie gesagt, 500 Euro Steuern kann ich mir parallel jetzt so nicht leisten. Ich muss ein bisschen kürzer treten und ein bisschen hier auf eventuell meinen Platz. Ich bin zu groß geworden, Alter, mit dem ganzen Scheiß. Ich muss ein bisschen was tüdeln und halt Sachen, die ich nicht unbedingt fertig machen will, loswerden. Weil ich denke mal, das ist immer so ein Point of No Return, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Ich kann ja wieder was loswerden, was ich vorher gekauft habe. Auch wenn ich der Einzige bin, der es haben wollte, so, ne? Und der Quomwig, dieser hier, Park Avenue, ist halt meiner jetzt. Der steht erstmal hier. Wir machen mal irgendwie einen Deal mit irgendwen damit, aber bisher habe ich noch nichts gefunden, so. Der hat einen neuen TÜV, was soll damit passieren? Nur kurz fahre ich ihn halt. Irgendwann wieder. Sonst, hier ist alles beim Alten. Die Kieferteilerhalle hat sich auch nicht verändert. Die Kieferteillage auch nicht, weil ich war tatsächlich ziemlich gestresst letzte Zeit. Hab ziemlich viel Kreuz- und Querscheiß gehabt und hab deswegen mich da halt nicht so beschäftigen können. Und die Woche hat mich auch sehr, sehr abgeholt. Also so, ich war sehr schlecht gelaunt. Es ging mir nicht gut. Ich war sehr gestresst. Und ja, hab's auch halt alles mitgefilmt, so, ne? Das verpasst ihr halt jetzt. Bin immer noch sehr gestresst. Aber es geht. Es wird besser. Ja, das ist der aktuelle Stand ungefähr, was hier so abgeht. Bei Tine in der Abteilung war eigentlich nicht viel los. Merch-Abteilung ist, wie gesagt, ist immer noch Januar, ist nicht viel los im Shop. Haben jetzt, glaube ich, insgesamt 12, 13 Bestellungen gehabt diesen Monat. Ist natürlich nicht gerade das oberste Fette, aber ich danke euch dafür, dass auch ihr jetzt in der meist für euch auch schweren Zeit, weil ich weiß, wie das ist. Januar ist für uns alle scheiße. Trotzdem zumerhaltet und mir ein bisschen Rücken frei hält mit dem Gurkenshop. Ne? Aber immer cooles Zeug da tatsächlich. Gibt auch bald neues Zeug. Das ist eine andere Geschichte. Aber das ist ein anderes Video. So, ich gehe mal da vorne wieder raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wo es hell ist. Wisst ihr Bescheid? So, Gordon hat Feierabend. Ich bin heute länger da als Gordon, weil ich ja die Twingo-Geschichte mache. Ich bin meistens immer eine Stunde vor ihm weg. Aber heute ist er immer noch eine Stunde früher weg, wenn er einen Termin hat. Ja, was soll ich denn groß zusammenfassend erzählen? Also aktuell, was ich halt so als Aktion mache, ist, ich will meinen Schrott halt loswerden. Das heißt, ich will ein bisschen Dinger, die hier Ewigkeiten rumstehen, wiederbeleben. So. Unter anderem auch jetzt hier diesen Micra zum Beispiel, wie wir jetzt im Laufen haben. Diesen ganzen Kram, da bin ich jetzt hinterher. Das ist gerade mein Ding, diesen Volvo da. Wenn ich nichts zum Laufen kriege, will ich es ins Trocken stellen. Das ist halt gerade so meine Mission. Meine eigene Mission parallel zu Gordon, damit ich es in Ordnung in meinen Laden wieder reinkriege. Bevor ich jetzt ein neues Projekt anfange oder irgendwas, hätte ich natürlich ganz gerne so ein Grundding hier drin. Das ist das Ding. Und das ist noch sehr viel Arbeit. Aber aus der Lackierkabine haben wir noch nicht geschafft, die auszuhängen. Aber ich habe das passende Seil hier. Das ist schon mal ganz cool.
Guck mal, wo aus meinem Freundeskreis. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt genau von wem, aber das Seil will ich nehmen und die Kabine aufhängen. Ja, sonst was Neues, nicht so richtig. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Ich habe euch einen aktuellen Stand gegeben. Die Woche war bisher, ja, ich will sagen, scheiße war sie nicht, ne? Aber die war halt, ich habe einige Dämpfer gekriegt. Ihr seht, ich bin viel im Autohandel unterwegs. Die nächsten Tage werden auch noch viel Autohandel sein, damit wir den ganzen Kram voneinander haben. Und dann geht's hier halt weiter. Also, egal was kommt, eine Sache ist wichtig, es geht immer irgendwie weiter. Aber ihr wisst immer Bescheid, was mich jetzt beschäftigt hat. Eins habe ich noch nicht gezeigt. Glaube ich. Tine ist umgezogen übrigens. Also die wohnt noch immer zu Hause, keine Sorge. So schlimm jetzt nicht. Aber Tine ist jetzt in ihr eigenes Büro gezogen. Also ihr altes Büro eigentlich. Das ist irgendwie mein Büro. Dann ist irgendwie. Ja, das ist so ein Herkram halt so. Guck mal, ich war mal hier am Tresen. Ihr seht nur so ein dunkles Ding, warte. Kommt die Kamera gar nicht mehr klar mit der Dunkelheit. Ich war mal hier am Tresen. Jetzt wir den Tresen aber wieder haben. Übrigens auch alles Buchhaltung da hinten, ich machen muss. Toll, ne? Und naja, jetzt hat sie den Raum hier für sich entdeckt. Und macht auch ihre YouTube-Videos. So ein bisschen nebenbei noch. Lass sie machen. Soll ich, will ich es nicht daran hindern. Sie hat mir früher auch nicht gehindert. Hier mit ihrem Gimbal-Ding da. Was aber irgendwie voll keinen Sinn macht. Also ist es. PC funktioniert mittlerweile, ist auch ganz cool. Ja, das ist halt so das Aktuelle, was hier so abgeht. So, jetzt werden wir mal eben die Halle fegen. Die Blätter rausfegen, weil letzten Tage hatten wir richtig Sturm. Habt ihr leider auch alles verpasst. Das war richtig krass. Wir hatten einfach diesen Schneekram und danach hatten wir diesen mega fetten Sturm. Wir hatten einfach 4-5 Tage Sturm. Gordons Tor ist fast rausgefallen. So schlimm war der Sturm. Da haben sie Schrauben gelöst. Echt ein Ding. So. Gut, dann würde ich mal sagen, dann betet mal für mich, dass ich heute den Twingo loswerde, dass ich den Platz für Essen wieder habe. Schon mal ganz cool. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in einem neuen Speedshop-Video mit hoffentlich besseren Schritten, die es weitergehen. Ach so, nein, ich will den Schoko nicht verkaufen. Alles, was ich abgemeldet habe, hat nicht den Grund, dass ich es verkaufen will. Ne? Es ist nicht immer so, nur halt, ich habe früher immer gesagt zu mir selber, ja, wenn du ein Projekt fertig machst, oder ihr habt das damals auch mal gesagt, dann musst du es ja auch fahren und anmelden. TÜV ist ja erst fertig. Ja, aber manchmal macht TÜV keinen Sinn. Zum Beispiel, wenn man wie viele Autos angemeldet hat, ich habe immer noch locker 10. Aber egal, das gehört halt zum Ding dazu. Eine Firma ohne Autos, die mit Autos macht, ist ja auch ziemlich scheiße. So, bis morgen, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Munter!